Hallo, herzlich willkommen auf dem Kanal von Astromonie, in Harmonie mit den Sternen, in Harmonie mit dem Leben. Herzlich willkommen am Vorabend der Nacht von Freitag, den 13. Jetzt ist das ein Moment. Es ist Montag, der 16. September. Wovon spricht er? Ich spreche vom Zusammenhang gewisser Begriffe und auch Tagesnamen mit dem Mondkalender und komme später darauf zurück. Heute der Beitrag wieder aufs Dach. Wir beschäftigen uns mit dem Vollmond und zwar körperlich und aus Sicht der Astronomie, weil gerade der Mond ja in beiden Bereichen extrem wichtig ist und extrem oft angesprochen wird. Weshalb heißt dieser Beitrag wieder aufs Dach? Vor einigen Jahren habe ich meinen Kindern oft die Reihe Ghost Sitter von Tommy Krappweis gehört. Und da kommt ja ein Werwolf vor, der bei Vollmond dann immer in einen speziellen Käfig muss, weil er sonst seine Launen. Und da ist irgendwie der Gag entstanden, ja, bei Vollmond, da muss ich aufs Dach und muss den Mond anheulen. Ja, das war die Geschichte. Kinder glauben das heute nicht mehr. Am Anfang haben sie fast gewartet, dass ich wirklich aufklettere. Mittlerweile ist es ab und zu ein Gag, wo ich sage, kommt's Kinder aufs Dach, es ist nämlich wieder Vollmond. Wir beschäftigen uns hier einmal, wie gesagt, mit dem Mond auf der körperlichen Ebene. Dann Schwenk auf Astronomie, Astrologie, die Begriffe Orbis und Transite. Dann natürlich der Mond astrologisch. Und heute geht es im Speziellen um den Vollmond. Dann wird immer wieder gesagt, der Mond ist Auslöser für Entwicklungen. Auf das möchte ich auch eingehen. Ganz speziell auf den Vollmond übermorgen früh, also am Mittwoch, dem 18. September 2024. Und natürlich der Mond senkrecht gedacht, der Mond aus der Perspektive des senkrechten Denkens. Was kann ich tun, um mich diesem Prinzip anzunähern? Beginnen wir mit den körperlichen Themen. Also der Mond ist der Erdtrabant, der Erdbegleiter, er umkreist die Erde für eine Umkreisung circa 28, 29 Tage und hat aufgrund der Masseverhältnisse von Erde und Mond zueinander eindeutig eine Auswirkung auf die Flüssigkeiten auf der Erde. Wir merken das. Ebbe und Flut am Meer. Wir bemerken das. Der weibliche Zyklus ähnlich lang. Wir bemerken das natürlich auch bei uns selbst, denn je nach Alter, Ernährungs- und Lebensweise bestehen wir aus 70, 80, 90% Wasser. Und Wasser und Mond haben eine starke Korrelation. Berufsgruppen, die auch davon ein Lied singen können, sind Wirte und Hebammen. Wirte, die beschreiben also rund um den Vollmond, da kann es schon ziemlich rund gehen. Männer werden teilweise weinselig, reinselig, streitsüchtig, trinken mehr, was auch immer. Und Hebammen sagen, Spontangeburten sind um den Vollmond durchaus sehr häufig. Also bei Vollmond haben bestimmte Berufsgruppen durchaus auch mehr zu tun. Den 28-Tage-Zyklus habe ich gerade angesprochen und der Mond hat ja 4 Phasen. Die eine, zu der noch auf jeden Fall ein Video kommt, ist die, sag ich mal, unbesprochenste, das ist nämlich der Neumond. Dann gibt es den zunehmenden Mond, den Vollmond und den abnehmenden Mond. Und wer sich jetzt damit wirklich auch befassen will, im Hinblick auf, was mache ich im Garten, wie kann ich gewisse Tätigkeiten auch nach dem Mond ausrichten, dem empfehle ich die Werke von Paunger und Poppe, zwei Menschen, die sich seit vielen, vielen Jahrzehnten schon mit dem Thema Mond beschäftigen und auch mit dem Thema, welche Tätigkeiten sind wann günstig? Das Sehen, Ernten, Schneiden in der Natur, das geht auch auf Haare schneiden, Einkochen, auch Haushaltstätigkeiten. Hier bitte sehr interessant, sich die beiden mal eher näher zu bringen und zu schauen, okay, was erzählen die, was haben die für Forschungsergebnisse? Wir schwenken zum Thema Mond im Horoskop und müssen uns mit zwei Themen beschäftigen, um hier auch zu verstehen, wieso die Wirkweise des Mondes häufig auch überschätzt wird im Vollmondbereich. Einmal das Thema Orbis. Orbis heißt auf Latein Scheibe, Kreis, Erdkreis und Welt.
wie auch das Bild rechts zeigt. Und es gibt auch den Papstsegen, wo das vorkommt. In der Astrologie bezeichnen wir damit einen Wirkungsbereich. Also wie dürfen quasi, sollen Planeten und Sonne, Mond, also die Horoskopfaktoren, zueinander stehen, damit die eine Verbindung zueinander haben. Also sie können nebeneinander stehen, dann stehen sie quasi so, sie können gegenüberstehen, das ist die Stellung vom Vollmond. Es gibt einige andere Möglichkeiten, wie sie stehen können. Und das wird uns später noch kurz beschäftigen, das Thema Transite. Transite heißt vorbeilaufen, bedeutet, dass der Mond und auch der Vollmond, um den es geht, ja bestimmte Teile des Horoskops berühren oder ansprechen, anregen kann und einladen kann, sich damit zu beschäftigen. Da muss ich und sollte ich natürlich eine Verbindung herstellen zwischen aktueller Mondstellung und dem Grundhoroskop, damit es sinnvoll wird. Astrologisch, wofür steht der Mond? Er steht für Gefühl, Mutter, Herkunft und Heimat, Kinder, das Aufnehmen und Empfangen, aber auch die Quelle, die abgibt und achten sollte, dass sie sich nicht verausgabt. Das Meer, die Perle, auch sehr schönes Symbol dafür, und die Urmutter. Rechts das Bild zeigt die Göttermutter am griechischen Olymp, die Hera. Hier etwas größer als im Gatten Zeus, der da im Hintergrund ein bisschen steht, oder Mr. Superstar, der er immer war, in der griechischen Mythologie. Und die Hera eben als Göttin der Familie, des heimischen Herds, die quasi Zuständige für diese Bereiche. Mondgöttin war übrigens die Selene, das war wieder eine andere, also die aber in der Mythologie, zu dem komme ich in einem anderen Video, nicht unbedingt sehr aufregend ist. Pro Tag bewegt sich jetzt der Mond 12 bis 14 Grad. Also im Schnitt braucht er für 1 Grad im Tierkreis 2 Stunden. Er ist damit der absolut schnellste Faktor in allen Horoskopfaktoren im olympischen Wettkampf der Geschwindigkeiten. Ist er der absolut schnellste, gefolgt vom Merkur zum Vergleich, der schafft maximal 2 Grad pro Tag. Also deutlich weniger. Der Vollmond. Der Vollmond, über den jetzt allgemein sprechen, später kommen wir zum Speziellen, zu dem Übermorgen, ist rein technisch, Sonne und Mond stehen gegenüber und dazwischen steht die Erde. Wenn jetzt die Erde wirklich genau dazwischen steht, bezüglich unseres Blickwinkels auf den Mond, der von der Sonne bestrahlt wird, dann haben wir eine Mondfinsternis. Weil dann verdeckt ja die Sonne, und damit können die Strahlen der Sonne nicht ganz den Mond erreichen und ein Teil des Mondes oder der ganze Mond ist abgedeckt. Der Vollmond dauert jetzt mal maximal 2 Tage, weil nach Orbis 5 Grad vor der exakten Stellung, 5 Grad nachher, also 10 Stunden vorher, 2, 10 Stunden nachher, von mir aus 12 Stunden, 12 Stunden, dann ist der Vollmond durch. Daher eine sehr rasche Geschichte. Und individuell relevant wird er eben, wenn ich mir das behandle ich später noch, genau anschaue, auf welche meiner Horoskopfaktoren trifft denn dieser Mond. Deswegen gibt es Vollmondkonstellationen, wo ich sage, egal, und Vollmondkonstellationen, wo ich merke, puh, da tut sich einiges in mir. Zugleich, wenn ich selbst zu Vollmond geboren bin, ist es natürlich wahrscheinlich, erkenne ich von mir, dass man Vollmondkonstellationen stärker spürt als andere Menschen. Besonders wichtig ist aber jetzt der Freitag der 13. Und Freitag der 13. ist der vorletzte Tag vor Vollmond. Und nachdem dieser Vollmond am 18. September 2024 um 4 Uhr irgendwas frühmorgens stattfindet, ist quasi 24 Stunden vorher Freitag der 13. Also da habe ich gesagt, wir sind am Vorabend von Freitag dem 13. Und das ist der vorletzte Tag vor Vollmond. Die alten Germanen haben gesagt, an diesem Tag können wir entweder Krieg führen oder Partys feiern, weil sie eben gemerkt haben, die Menschen sind da emotional aufgewühlt, manche werden aggressiv, manche werden weinerlich, manche werden abenteuerlustig in bestimmten Bereichen oder partylustig. Und sie haben gesagt, okay, wir entscheiden uns fürs Party machen, weil Freya, die ja die Namensgeberin dieses Tages ist, war die germanische
Göttin, Fruchtbarkeit, heimischer Herd, ein bisschen wie die Hera, mit ein bisschen mehr Spaß. Aktuell natürlich ist der Vollmond, wie gesagt, immer wichtig durch die Wirkung auf die Säfte und das Wasser. Aber, und das werden wir besonders bei diesem Vollmond jetzt sehen, wichtiger und länger wirkend sind die Transite, das Vorbeilaufen der Langsamläufer. Das ist viel, viel spannender. Dann heißt es oft, der Mond ist ein Auslöser. Ja, was löst er bitte für wen aus? Und hier sollte ich mir anschauen, welche Beschäftigung mit welchen Themen sollte ich denn annehmen? Und das ist erstens, welche Teile meines Horoskops berührt dieser Mond oder aspektiert er? Und zweitens, in welchen Häusern findet er denn statt von meinem Horoskop? Ja, immer der Bezug aufs Individuelle bitte wichtig. Und jetzt konkret der Vollmond vom 18. September um 4.34 Uhr früh. Er findet einmal statt auf 25 Grad, 41 Minuten, Jungfrau, Fische. Das heißt jetzt, wir haben hier die Sonne, die steht am 18. September, wie jedes Jahr. Einzige Prognose, die ich mache, um den Geburtstag, ist meistens mit Geschenken und Feierlichkeiten zu rechnen. Also wie jedes Jahr steht die Sonne an diesem Tag im Zeichen Jungfrau. Der Mond steht gegenüber im Zeichen Fische. Jungfrau Fische ist die Achse, die gegenüber liegt. Wenn ich jetzt den 5 Grad Orbis heranziehe, den 5 Grad Spielraum, und ich quasi 10 Stunden hier zurückgehe, dann bin ich so bei 18 Uhr am Vortag, also 17. September. Und wenn ich die 10 Stunden dazu zähle, dann bin ich hier so 14, 15 Uhr am 18. September. Das ist also der Bereich, in dem dieser Vollmond, nennen wir es, exakt ist. Exakt, also ganz genau ist er um 4.34 Uhr, aber vorher und nachher gibt es noch so Vorwellen und Nachwirkungen. Und dieser Vollmond ist jetzt relevant für alle die persönlichen Horoskopfaktoren, also Sonne, Mond, Merkur, Venus und Mars, auf 20 bis 30 Grad Jungfrau, 20 bis 30 Grad Fische, 20 bis 30 Grad Zwillinge, 20 bis 30 Grad Schütze haben. Und da ist genau dieses Fenster eben von 17. abends bis 18. nachmittags, wo hier möglicherweise eine Einladung ist, sich mit bestimmten Themen zu befassen. Welche Themen zeigt mir eben das Grundhoroskop? Und da ist eben, und da habe ich auch ein Video gemacht, das ich unten verlinke, natürlich schon nachhaltiger oder auch viel länger während zum Beispiel der Neptun, deswegen habe ich den hier drin gelassen, neben dem Mond, seht ihr den Neptun. Und der Neptun steht jetzt im Endbereich des Zeichens Fische bis Ende März 2025. Also praktisch noch ein halbes Jahr. Noch ein halbes Jahr werden diese Konstellationen, die ich hier angesprochen habe, vom Neptun eingeladen, sich mit Prinzipien zu beschäftigen. Im anderen Video erwähnt. Deswegen ist für mich halt ein Mond möglicherweise eine kurzfristige Einladung, sich mit Themen zu befassen. Körperlich immer wahrnehmbar, wenn ich hier natürlich eine Sensibilität habe. Nur von den Beschäftigungen mit Themen sind die Langsamläufer wie ein Neptun viel interessanter und wirkmächtiger. Laden viel mehr ein und auch viel länger, sich damit zu befassen. Und jetzt zum Abrunden der Mond senkrecht gedacht. Wenn ich mich jetzt mit dem Mond befassen will, kann ich natürlich, wie ich vorher gesagt habe, zum Wirten gehen oder auf eine Geburtenstation. Ist vielleicht letzteres nicht ganz so einfach. Beim Lokalwirt, Gasthaus ist vielleicht auch nicht ganz so prickelnd. Also, womit kann ich mich denn beschäftigen, wenn ich diesem Thema mich mal öffnen will, mich da nähern will? Das Thema Gefühle ist natürlich dran. Ob ich hier alte Briefe oder E-Mails lese, Kindheitserinnerungen, das kommen später hervorkrame oder mich generell einmal wirklich dem auseinandersetze mit dem Thema, wie geht's mir? Was sind meine Befindlichkeiten? Was ist momentan mein Gefühl? Was beschäftigt mich emotional? Dann das zweite natürlich Haus und Heimat. Wie ist meine Wohnsituation?
Das heißt jetzt nicht, den Mann Jungfrau wieder einladen, hier zu putzen zu beginnen, aber ich kann natürlich auch sagen, okay, was möchte ich denn zu Hause jetzt neu machen, anders machen, ordnen, welche Projekte stehen an? Heimat hier etwas weitergefasst. Woher stamme ich? Woher stammen meine Vorfahren? Was ist daher das, was ich mitgebracht habe oder mitbekommen habe in diesem Leben? Speziell natürlich das Thema Mutter. War die Beziehung zu meiner Mutter? Was nehme ich mit aus der Zeit, in der ich sie erlebt habe oder erlebe? Was ist hier das Bereichernde für mich? Ernährungsmäßig sind wir bei Reis, Brei und Pudding. Also ihr merkt, nächstes ist schon das Thema Kindheit, die Nahrungsmittel, die da halt dazu passen, gewissermaßen, sind hier angesagt, wenn ich mich darauf einlassen will. Spielen. Das ist jetzt bitte nicht die Ausrede, mich jetzt 10, 15 Stunden hinter Computern zu verschanzen und dort irgendwelche Internetwelten zu erobern oder zu bombardieren, sondern es geht hier wirklich darum, so auch diese Kinderspiele, ja, vielleicht zu aktivieren, wieder zu erleben oder sich auch bewusst zu machen, was habe ich denn gern gespielt? Das kann ich auch alte Bilderbücher ausgraben oder die quasi Kinderbücher 2.0, sprich die Comics. So, das mal einfach hervorholen, wenn ich noch habe, Comics meiner Kindheit. Vom Material ist es Silber, also ob ich mir jetzt Silberschmuck irgendwo anlege selbst oder einen silbrigen Bilderrahmen mir auf den Schreibtisch stelle oder mit Silberfarben etwas gestalte, mir Fantasie wieder keine Grenzen gesetzt. Perle, Perlmutt als weitere Materialien, die Farben natürlich auch rosa, gehört natürlich auch hierher und das Element des Wassers. Es ist wahrscheinlich schwierig für 10, 12 Stunden oder 2 Tage ans Meer zu kommen, je nachdem, wo man wohnt. Aber das ist ein bisschen weiter unten auch die Urmutter. Das heißt, diese Urverbundenheit auch zur Mutter Natur, zur Mutter Erde wird ja auch durch Bäche, Teiche, Seen ausgedrückt. Und ich kann mir natürlich auch einen Zimmerbrunnen aufdrehen oder ein Bild mit Wasser auf diese Feng Shui-Bilder mal vergegenwärtigen. Oder ich suche mir diese eher Wassergeräusche, meditationsartigen Musikdinge im Hintergrund. Italien wäre das Land, Mamma Mia und Familia, nicht wahr? Das heißt, die Ergänzung zum Essen auf der linken Seite sind dann natürlich die Spaghetti. Meer und Urmutter habe ich schon gesagt. Und was ich natürlich hier bei Vollmond auch gut mir bewusst machen kann, so ein bisschen Bilanz ziehen, weil der Vollmond ist ja im Prinzip das Highlight, die stärkste Kraft des Mondes. Und hier ist mal zu sagen, okay, wie geht es mir in meiner Familie, wie geht es mir in meinen Kindern, wie geht es mir in meinen Projekten? Denn Projekte können ja auch Kinder sein, Haustiere können Kinder sein, ein Garten kann ein Projekt sein. Also das Thema Kinder ist ja weitergedacht. Alles, was quasi meine Aufmerksamkeit, meine Fürsorge, meine Pflege, meine Hege erfordert, das ist hier gemeint damit. Und so kann der Vollmond, und das ist mein Zugang dazu, der Vollmond ist so die Bilanz. Der Vollmond ist der Abschluss dieser steigenden Mondphase, weil nach dem Vollmond beginnt ja der abnehmende Mond, wo sie sich wieder zusammenzieht. Also daher geht es hier darum, mal Bilanz zu ziehen und sagen, okay, meine Kinder, meine Projekte, wie stehen die, wie stehe ich dazu und was kann ich hier in den nächsten Zeiten gut umsetzen? In diesem Sinne freue ich mich auf Kommentare unten im Video oder ihr schreibt mir direkt. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und weiterhin eine gute Lebensreise. Alles Liebe. Ciao.